Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eine schwere Fracht transportiert mit dem wunderbaren MAN hier, den ich mir mal vor langer Zeit gekauft hatte und getuned habe. Und ja, ich habe gerade mal bei der Werkstatt geschaut, wie viel PS ich überhaupt habe und was ich noch umrüsten kann und so weiter und so fort. Ich habe aber so gut wie gar kein Geld, weil ich das einfach viel zu selten spiele. Und ganz so viel habe ich auch noch nicht freigeschaltet, weil ich bin erst Level 10 oder Level 11, glaube ich, irgend sowas in dem Dreh. Ich würde einfach sagen, wir fahren in der Folge nochmal ein bisschen Fracht durch die Gegend. Ich habe auch schon mal gerade so reingelunzt gehabt, was wir hier für Aufträge in der Nähe haben, in der Umgebung. Wir stehen ja gerade in Kassel, deswegen würde ich sagen, wir nehmen auch hier in Kassel einen Auftrag an und fahren vielleicht mal Richtung Hamburg. Wir kriegen zwar nicht ganz so viel Geld dafür, aber ich würde es cool finden, mal nach Hamburg zu fahren. Deswegen würde ich das gerne machen. Ich weiß nicht, wie lange wir da unterwegs sind. Einiges an Zeit sind wir da unterwegs. Große Strecke, aber wir sind diesmal dann mit einem normalen Hänger unterwegs. Wie gesagt, mein LKW hat 440 PS, sollte eigentlich machbar sein, würde ich sagen. Wir stellen es mal als Navi-Ziel ein. Und die gute Helga ist dann schon wieder fleißig am Quatschen. Ja, man kann sehr, sehr, sehr viel am LKW anpassen, habe ich wieder gesehen. Eben gerade, als ich mal geschaut habe. Aber wie gesagt, wenn man kein Geld hat und nicht das passende Level dafür, ist schwierig. Deswegen, ich muss hier unbedingt mal mehr ETS daddeln und dass ich da mal so ein bisschen reinkomme, weil ich habe auch selber noch keinen Auflieger. Ich habe, wie gesagt, das ist mein einzigster LKW, mit dem ich die meisten Aufgaben erledige. Ob er die Power dafür hat oder nicht, ist immer komplett wurscht, da muss er immer durch. Aber wäre halt cool, wenn man so sein eigenes Imperium dann irgendwann mal aufgebaut hat. Ja, eigene Auflieger, mehr LKWs, bisschen mehr Auswahl, ja, oder hier die Kiste, die würde ich gerne ein bisschen mehr hochtunen. So, das ist der Hänger, den wir in der letzten Folge quasi hergebracht haben. Wir könnten auch hier die Lok durch die Gegend fahren, aber dann müsste man wieder nach Frankfurt zurück. Habe ich ehrlich gesagt nicht ganz so sehr Lust drauf gerade. Deswegen, ich will nach Hamburg fahren. Ich will oben raus, in den Norden. Ich will in den Norden. So, was haben wir denn da? Das ist die Aufgabe, die ich mir markiert habe. Deswegen, dann würde ich sagen, nehmen wir auch einfach den Auftrag an. Ja, machen wir so. Machen wir so. Okay, es ist der hier auf der linken Seite. Ich finde es ja cool, dass die Frachten immer so schon vor dem Gebäude stehen mittlerweile. Ich glaube, es war früher auch nicht so. Ich bin mir aber nicht sicher. So, gerade mal Warnblinker an. Rückwärtsgang rein und dann. So. Fahrt vorsichtig. Fahrt vorsichtig, ja, machen wir. Ich habe sogar gesehen, man kann sich hier so Nummernschilder vorne hinlegen, wie viele LKW-Fahrer haben. Und dann kann man da theoretisch seinen Namen draufschreiben. Finde ich total cool. Also man kann sich wirklich den LKW richtig cool anpassen. Ich bin jedes Mal begeistert, wie viele Anpassungsmöglichkeiten man da eigentlich hat. Aber ich bin halt, wie gesagt, nie so der große ETS-Fahrer gewesen. Es macht zwar richtig Bock, aber ja, irgendwie hat es mich nie so lange gefesselt. Ich würde aber total gerne auch mal hier ein bisschen weiterkommen. Wie gesagt, eigene Auflieger, eigene LKWs und so ein Zeugs. Biege nach links ab. Ich biege nach links ab. Wenn du das sagst, Helga, dann mache ich das doch. Ja, diesmal mit stinknormalen Auflieger unterwegs. Kann man so sagen. Ja, ist recht einfach, würde ich sagen. Ist nicht die größte Herausforderung jetzt bei der Fahrt, aber dann sind wir vielleicht auch mal ein bisschen flotter unterwegs. Biege nach rechts ab. Und ich mit 60 km/h auf der Autobahn. Ein bisschen verbremst gerade. Ihr habt der Kiste anscheinend zu gute Bremsen eingebaut. Ich weiß es nicht. Ja, ab Stufe 12, glaube ich, könnte ich den Motor upgraden. Da könnte ich wieder ein paar mehr PS rausholen aus der Kiste hier. Oder halt für einen anderen LKW mal sparen, aber ich... Ich finde den halt ganz cool und finde es cool, dass ich den schon so ein bisschen angepasst habe und den würde ich auch gerne noch weiter hochjagen, PS-technisch und auch vom Getriebe her. Und ja, ist ja einiges machbar. Ist ja einiges machbar. Ich hätte natürlich gerne auch einen anderen LKW noch. Hier, Mercedes wäre auch ganz cool. Oder einen anderen MAN, einen größeren vielleicht noch, weil das ist ja nicht der allergrößte, den ich hier habe. Ich glaube, so einen sieht man mehr auf der Baustelle rumfahren oder so, keine Ahnung. Ja, da habe ich aber halt auch schon viel Geld investiert in die Kiste. Eisenach in 800 Metern, gut. Ich kriege halt auch kein Geld zusammen irgendwie hier, muss ich zugeben. Ich kriege halt auch irgendwie kein Geld zusammen.
ich fahre halt meistens dahin, wo ich Bock habe hinzufahren. Ob ich da jetzt viel für die Ladung kriege oder nicht, ist mir meistens wurscht. Hauptsache die Fracht sieht cool aus und ist ein bisschen herausfordernd meistens. Und Hauptsache die Stadt gefällt mir. So, wir sollen hier rechts abbiegen. Wir haben auch gar keine andere Wahl. Wir haben auch gar keine andere Wahl, weil die Autobahn ist da gesperrt. Biege nach links ab. Schöner Mustang vor uns. Ich verbremse mich alles mit der Kiste. Ich weiß nicht warum. Mir fehlt jetzt gerade das Gewicht von der letzten Folge, das mich so ein bisschen nachschiebt oder ein bisschen nachdrückt. So. Wenigstens sind die Ampelschaltzeiten in dem Spiel hier recht schnell. Ich hoffe ja mal, dass wir in dieser Folge jetzt wenigstens keinen Unfall wieder haben, direkt an der letzten Ausfahrt, dass wir dann wieder da hunderte Kilometer mehr schruppen müssen, weil vorher keine Ausfahrt irgendwie wieder vorhanden ist. Es ist ja mal ganz lustig, aber halt jedes Mal ist nicht ganz lustig. Es ist dann ein bisschen stressig. Das ist dann ein bisschen stressig. Ah, auf jeden Fall. So, wir müssen gleich wieder links fahren. Deswegen bleibe ich gerade einfach mal links. Ja, geradeaus geht auch nicht. Und dann links abbiegen. Geradeaus ist gesperrt. Biege nach links ab. Ich biege nach links ab, wenn der Kollege die Spur frei macht. Und direkt Autobahn. Ja, geil. Dann kann ich mich direkt hier rechts einordnen. So, mal gucken, wie wir es mit der Fracht dahin schaffen. Mit wie viel km/h? In der letzten Folge war es ein bisschen schwierig. Ja, doppelter Anhänger hinten dran. Das hat schon bös an der Leistung von dem LKW gezerrt, muss man sagen. So, wir sollen uns rechts halten. Dann halten wir uns auch rechts. Gespannt, wie lange wir jetzt unterwegs sind. Ich glaube, Spielzeit stand 2 Stunden da, oder? Also In-Game-Time. Wäre aber eigentlich voll wenig, oder? Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie lange wir unterwegs sind. Auf der leeren Autobahn, typisch ETS. Ist ja, wie gesagt, einer der größten Kritikpunkte, die ich quasi bei ETS habe. Ich muss nochmal nachschauen, wie ich den Tempomat aktiviere. Das wäre nämlich ganz gechillt eigentlich. Ich darf hier nur 60 fahren eigentlich, aber was soll's? Ein bisschen arg runtergebremst. Ich tippe einmal leicht die Bremse an und die Kiste steht fast. Das ist irgendwie ein bisschen arg hart eingestellt bei mir. Muss ich mal gucken. Wir müssen, oder wir können auf der Spur hier bleiben bis jetzt, laut Schild. Sehr gut. Ich versuche gerade nebenbei während der Fahrt die Taste für den Tempomat zu finden. Nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen rumwackel. Ich war eigentlich der Meinung, ich habe das irgendwie aufs Lenkrad schon gelegt gehabt, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Komm, 90 geht, oder? Ja, 90 geht. Dann haben wir nicht ganz so ein schlimmes Elefantenrennen. Das ist schon ganz gut so. Aber ey, meine Kiste, die saugt Sprit, das ist echt unnormal. Schon wieder einiges weg, einige Liter. Was ist denn da los? Okay, 91 ist vielleicht ein bisschen hart, wenn mich die Polizei kontrolliert. 92 ist noch härter. Ups, außerdem an die Maus gestoßen. Ich will gerade mal nachschauen, was für eine Taste der Tempomat ist. Was haben wir denn hier? Option. Tasten und Knöpfe. Tempomat, 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 Tempomat. Tempomat. C. Ja, wusste ich's doch.
überhaupt nicht. C ist eigentlich immer zum Sichtverstellen. Okay, was gehen wir denn da auf 85 rum? Komm, 88 ist gut. 88 ist gut. 88 ist okay. Lass mal den Tempomat mal arbeiten. Ganz gechillt. Feiere ich ja immer auf der Autobahn so Tempomatfahrten. Da kann man ganz gemütlich einstellen einfach und dann Füße hoch. Nein, Füße natürlich nicht hoch. Das ist ja sowas, was extrem gefährlich ist. Machen ja manche Beifahrer oder Beifahrerinnen machen das gerne, habe ich festgestellt oder schon öfters mal gesehen. Füße hoch quasi aufs Armaturbrett und dann ja so durch die Gegend gegondelt. Das ist aber, ich meine, wenn man im Unfallfall komplett zusammengefaltet werden möchte oder aus dem Auto rausfliegen möchte, kann man das gerne machen. Aber das ist halt extrem gefährlich. Das ist extrem gefährlich, weil wenn halt die Füße oben sind und der Airbag geht los, der Airbag bremst nicht. Der faltet dich einfach zusammen. Das ist nicht gesund. Das kann wehtun. Ja, und außerdem, wenn du so quasi in Rausrutschposition da liegst, dass sich der Gurt gar nicht halten kann, dann rutschst du halt auch raus. Wenn du Pech hast, fliegst du aus der Scheibe raus. Wenn du Pech hast, wirst du vorher noch vom Airbag zusammengefaltet. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt schönere Sachen. Wäre jetzt nicht so meins. Wäre jetzt nicht ganz so meins. Wäre ich nicht so Fan von. Sollte man also nicht machen. So ein Airbag hat nämlich eh extreme Kräfte. Stelle ich mir auch richtig unangenehm vor. Ich meine, klar, er rettet in vielen Fällen Leben. In manchen Fällen ist er aber, glaube ich, ziemlich hinderlich. Oder beziehungsweise macht dich ganz schön kaputt. Wenn du den Airbag in die Fresse kriegst, wenn der aus dem Lenkrad rauskommt, das hat schon mal die ein oder andere Nase zertrümmert. Sagen wir es mal so, ganz nett ausgedrückt. Ganz nett ausgedrückt. Aber an sich schon eine gute Sache. Ich meine, es gibt auch Menschen, die stallen sich nicht an. Gibt es auch genügend, sehr, sehr viele. Gibt auch Fälle, da hat der Gurt quasi Menschenleben gekostet. Gibt's auch. Ja, der Gurt bricht auch gerne mal das Schlüsselbein durch. Ja. Aber man muss halt immer überlegen, ja, wie wäre es ohne Gurt ausgegangen? Ja, wenn man manchmal so Unfallvideos sieht, wie die Leute da durchs Auto fliegen, wenn die keinen Gurt hatten und aus dem Auto rausfliegen und was weiß ich. Ich glaube, das ist schlimmer als mal so ein gebrochenes Schlüsselbein. Ich kenne aber auch eine Person, die hat den Unfall nur überlebt, weil sie nicht angeschnallt war. Die wäre sonst wahrscheinlich im Auto verbrannt. Bitte links halten. So ist er rausgeflogen quasi, muss man sagen. Hat's überlebt. Naja. Das ist jetzt gemein. Jetzt wollte ich an dem Bus vorbeifahren und habe hier die 88 im Tempomat drin und jetzt gibt der Gas. Jetzt muss ich auch Gas geben. Na komm, lasst mich doch wieder rechts rüber wenigstens. Da müsst ihr mich nicht rechts überholen. So, danke. Da ist wieder die scheiß Mittelspurschleiche. Aber nee, ich konnte ja nicht rüber. Ich konnte ja nicht rüber, ging ja nicht. Ich habe gerade letztens ein Video gesehen gehabt, ich glaube auf TikTok war es. Habe ich wieder ein bisschen Zeit verbracht da. Da waren so alte Crash-Tests mal gezeigt, von wie man das früher gemacht hat. Einfach zu geil. Kein Gurt im Auto drinnen, nix. Einfach ein Testfahrer tatsächlich im Auto drinnen, der dann einfach mal volle Möhre gegen die Wand fährt und fliegt dann komplett durchs Auto oder übers Auto drüber und landet auf dem Boden und wird dafür gefeiert, dass er überlebt hat. Und dass er einen geilen Stunt beim Unfall hingelegt hat. Total krank irgendwie. So waren früher die Crash-Tests. Ich meine, der war jetzt nicht ganz so schnell unterwegs. Ich würde schätzungsweise sagen, vielleicht so 30 km/h. Aber das reicht schon, um dich aus dem Auto rauszuhebeln. Das reicht schon. Der hat einen schönen Salto hingelegt und ist neben dem Auto gelandet auf dem Arsch. Kein Helm angehabt, glaube ich, gar nichts. Hätte er auf dem Kopf landen können, dann wäre Feierabend gewesen. So hat er einfach einen Salto hingelegt, ist auf dem Arsch gelandet. Und dann stehen hunderte Leute außen rum und bejubeln und feiern ihn. Dass er es überlebt hat. Das war ein Crash-Test. So hat man das früher gemacht anscheinend. Total krank. Heutzutage hast du ja diese ja, Fahrvorrichtung quasi, wie das Auto beschleunigt wird. Da sitzt ja keiner mehr drin, außer ein Crash-Test-Dummy. Und dann wird der gegen irgendeinen Block gesteuert oder Fahrzeuge gegeneinander geknallt oder was weiß ich. Aber da sitzt halt keine Person mehr drin. Und früher hat man das anscheinend einfach so Menschen reingesetzt. Und ja, gib ihm. Wenn du es überlebst, kriegst du eine Gehaltserhöhung. Wenn nicht, ja, Pech gehabt. Ah, das früher war schon eine härtere Zeit, muss man schon sagen.
War schon eine härtere Zeit. Ich glaube, heutzutage kann man das nur noch mit Testpiloten vergleichen, weil die sitzen ja tatsächlich noch bei den Testflügen im Flugzeug drin. Die werden noch nicht ferngesteuert. Das muss auch so ein richtig kranker Beruf sein, wenn du so Testpilot bist. Ich meine, die Flugzeuge werden vorher schon genug getestet, Modelle werden getestet, Computermodelle werden simuliert und. Aber wenn du dann, glaube ich, trotzdem das erste Mal mit einem neuen Flugzeugmodell fliegst, hast du, glaube ich, trotzdem ganz schön die Hose voll, könnte ich mir vorstellen. Du weißt ja nie, ob das mit den ganzen Modellen, mit den Berechnungen und so weiter so mit der Realität übereinstimmt. Ich meine, klar, du hast schon ein bisschen Sicherheit, aber trotzdem. Vielleicht einmal ein bisschen zu hart gesteuert und dann bricht dir die Maschine aus und das hat man vielleicht vorher nicht getestet und dann hast du den Salat. Dann musst du gucken, dass du da wieder lebend rauskommst irgendwie. Ist schon nicht so schön. Das ist total entspannt, gerade hier mit dem Tempomat durch die Gegend zu fahren. Das ist total entspannt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, mein Auto würde jetzt wahrscheinlich wieder sagen, rechts abbiegen und dann halb rechts abbiegen. Das schöne halb rechts. So, ich bremse mal kurz, dann geht der Tempomat hier aus. Biege nach rechts ab. So. Ja, aber für so Fracht ist mein LKW perfekt. Da zieht er gut. Da habe ich gar keine Bedenken. Das läuft. Aber halt bei Schwertransporten oder bei den doppelten Hänger, da kämpft er schon ganz schön. Noch, das wird irgendwann eine Kiste sein mit ein paar tausend PS und Flugzeugturbine hinten drauf und was weiß ich. Der wird irgendwann richtig abgehen. Ich habe große Pläne. So, die Polizei. So, Tempomat gerade mal wieder angeschaltet und wir müssen rechts abbiegen. Ich finde es aber mit den Navi-Ansagen echt gut. Finde ich echt gut. Nimm die Ausfahrt rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Mit 50 soll man hier rum um die Kurve. Alles klar. Ah, ich habe einen sportlichen LKW. Der schafft doch mehr. Demnächst links abbiegen. Ich bin am Überlegen, ob ich tatsächlich mir mal eine Mod raussuche für mehr Verkehr. Nach links ab. Das ist mir so zu lasch. Das ist. Ich will eigentlich keine Mods hier installiert aber mit dem wenigen Verkehr, mir fehlt was. Mir fehlt was. So wie es im Fernbus-Simulator ist, ist es halt cool. Aber andererseits, mit weniger Verkehr kommt man hier besser durch. Das ist natürlich auch eine Sache. So, ich mach gerade mal den Tempomat bei 64 rein, weil, wie gesagt, LKWs normalerweise. Wobei, hier ist zweispurig, vielleicht dürfte man da auch 80 fahren. Bin ich mir nicht sicher. Rechts halten. Ich habe keinen LKW-Führerschein, kann ich nicht sagen. Hamburg, wir sind schon da. Was? Rechts. Wir waren jetzt keine 20 Minuten unterwegs. Denke mal 15 Minuten so ungefähr. Ich muss noch mal wegen DLCs schauen. Es gibt ja so unglaublich viele DLCs für den ETS. So unglaublich viele. Mal ein bisschen herausforderndere Strecken wären cool. Auf jeden Fall. So. Und ein eigener Auflieger ist halt auch mal wichtig. Es wäre halt auch mal cool. Da könnte ich auch ein bisschen Kosten sparen, glaube ich. Oder beziehungsweise mehr einnehmen. Jetzt bin ich mir hier immer die Auflieger leihe. Da habe ich mich aber auch überhaupt noch nicht mit beschäftigt, muss ich sagen. Ich bremse immer zu hart, meine Fresse. Jetzt bleibe ich immer so stehen, dass ich. Wie beim Busfahren. Immer so stehen bleiben, dass man die Ampel nicht sieht. Profi. Ich denke mal, dass wir gleich den Auflieger aber noch rückwärts irgendwo reinbuxieren müssen. Finde ich aber auch ganz spannend. Das ist so eine schöne Aufgabe eigentlich immer.
Sorry, liebes Auto, ich habe mich ein bisschen verbremst. Ich wollte ihn eigentlich nicht ausbremsen. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Sorry, ich bin gerade in Eile. Wo willst du die Ladung stehen haben? Nimm mal das, es gibt 40 EP. Ja, geil. Das ist natürlich easy. Das ist natürlich easy. Ich mach gerade mal meine Rundumleuchten an. Und den Warnblinker warnen wir einfach mal ein bisschen. Da gibt es aber auch noch extra Rundumleuchten. Ich habe die ja jetzt quasi oben bei dem Scheinwerfer mit drauf. Da gibt es aber auch noch extra Lichter. Habe ich gesehen. Aber die habe ich noch nicht freigeschaltet. Die habe ich noch nicht freigeschaltet tatsächlich. Ich habe, wie gesagt, noch gar nicht so viel hier freigeschaltet im Spiel, weil ich noch gar nicht so viel gemacht habe. Ich habe mich auch noch nie so wirklich damit beschäftigt. Das ist eigentlich so ein cooles Spiel. So, wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. 329 Kilometer. Komme ich ins nächste Level? Oh, Level 11. Oh. Das hat neue Sachen freigeschaltet für mich. Und Fähigkeitspunkt. Fernfahrten. Hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht, Just-in-Time-Lieferung, sparsame Fahrweise. Ja gut, was bringt mir das alles hier nochmal? Feuerwerkskörper oder Munition. Das bringt aber bestimmt gut Geld, oder wenn man das hier hochlevelt. Ups. Ah, ich kann hier sogar die einzelnen auswählen. Ja, krass. Ich weiß aber nicht, was das hier alles bedeutet. Ich nehme einfach mal da irgendwas. Komm. Schön gefährliche Sachen transportieren ist doch cool. Bringt ein bisschen Spannung. Wobei hier wahrscheinlich nichts passieren wird. Aber neue Aufrüstteile verfügbar. Okay. Okay. Okay, okay. Aufliegerrückseite Rundumleuchte. Ja, cool. Für einen Auflieger kann man sich auch anpassen. Ja, krass. Ja, krass. Ich glaube, ab Level 12 gibt es hier Rundumleuchten für den LKW. Ich weiß nicht, ob wir da andere Lichter dann haben. Irgendwie coolere Lichter. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, ab Level 11 ist... Ah, da ist für den LKW. Vielleicht war es... Nee, das sind jetzt nur die Teile. Ja, so ein... Wäre auch ganz cool. Wird, glaube ich, auch zum Style von meinem LKW passen. Wir können ja gerade noch... Die Folge ist noch nicht so lang. Wir können ja gerade mal in die Werkstatt fahren. Wenn ich gerade noch mal wüsste, wie... LKW-Aufrüstteile. Ich kann nicht irgendwie... Ziel nächste Werkstatt. So war das. Fertig zum Losfahren. Finde ich gut. So, schalten wir gerade mal alles wieder aus. Normalerweise ist in jeder Ortschaft irgendeine Werkstatt, wo wir gleich da sind. Biege nach links ab. Ja, ich hab's ein bisschen eilig. Eigentlich ja nicht, aber es ist ja eh nichts los. Biege nach rechts ab. Ich muss da echt nach Mods gucken, weil das ist mir zu wenig. Es ist zu wenig. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ist ja gut, ich habe die Polizei hinter mir, ich war zu schnell. Warum die Polizei eine amerikanische Sirene hat, fragt mich nicht. Aber ich glaube, die Polizei in Deutschland, die hat ja so ein komisches Stoppsignal. Biege nach rechts abbiegen. Also wenn man da... Biege nach rechts ab. Wenn die einen anhalten wollen, können die, glaube ich, auch so einen komischen Tüdelton abspielen lassen. So, Werkstatt, da sind wir da. Wollen wir gerade mal gucken. Wartung brauchen wir nicht, habe ich erst gemacht. LKW-Konfigurator. Ja, gut, das ist, ich habe momentan das kurze Dach drauf. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Wäre optisch ein bisschen schöner. Da habe ich das Fahrwerk, Motor. Wie gesagt, ab Level 12 ist hier ein weiterer zur Verfügung. Müssen wir da mal gucken. Getriebe 17.000, 22 hätte ich. Könnte man theoretisch... Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber theoretisch könnte man da einfach mal ein bisschen Geld reinballern. Da innen drin hatte ich nicht viel getan. Da gibt es andere Farben nur. Zubehör, ja, jeder Punkt quasi bedeutet, man kann irgendwas anpassen. Ja, Rundumleuchte ab Level 12 geht es eigentlich erst. Halt über diesen Lampenbügel kann man halt jetzt schon Warnlichter drauf machen. Das wäre natürlich auch cool.
Hier hätte ich aber gerne auch mal die Spiegel in der Lackfarbe, in Weiß. Es sieht einfach ein bisschen edler aus. Gib mal einfach da ein bisschen Geld aus. Komm, wir hauen einfach mal Geld raus. Aber ich glaube, das reicht nicht, wenn ich die zwei Sachen habe, oder? Gesamtpreis, Erstattung. Ja, ich... Keine Ahnung, tut sich da was? Ist das irgendwie Standardgut, Schwergut ist schlechter? Ich guck gerade hier. Ich muss mal schauen. Ja, Standardgut wäre es eigentlich noch besser, weil im Rest wäre es schlechter. Ja gut, dann sparen wir uns das. Sparen wir uns das tatsächlich. Ja, dann haben wir nur das. Nehmen wir einfach nur die Spiegel. Beziehungsweise, ich wollte ja vorne noch so ein... Wo haben wir es? Da. Sieht das cool aus, wenn ich da vorne irgendwie was dran baue? Wie sieht das in Lackfarbe aus? Kacke, nee. Lass mal dunkel. Das sieht natürlich biestig aus. Ah, ist schweineteuer. Für nix und wieder nix. Nee, komm. Lass mal erstmal weg. Das ist mir doch ein bisschen zu teuer. Aber cool. Ja, für die Zukunft vielleicht ganz cool. Wie gesagt, so ein eigener Auflieger wäre halt auch ein Träumchen. Auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt wenigstens weiße Seitenspiegel, jedenfalls in Lackfarbe. Sieht ein bisschen schöner aus, als wenn die einfach schwarz sind. Sieht ein bisschen edler aus. So. Coole Sache, auf jeden Fall. Ja gut, ich würde sagen, wir können ja in der nächsten Folge mal uns eine weitere Fracht suchen, gucken mal, wo wir dahin fahren. Ich gucke jetzt, glaube ich, einfach mal nach Mods. Vielleicht finde ich da irgendwas. Wenn es nicht ganz so aufwendig ist, die zu installieren, dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.